Lange Zeit war er weg. Wir haben ihn lang nicht mehr gesehen. Aber nun ist er wieder hier. Yo, was geht ab, Motherfucker? Hier ist er wieder, Franz Fuchs. Yep, wieder zurück in seinem alten Look mit dem Hawaii-Hemd, der orangefarbenen Mütze. Ah, die Brille hat sich aber nicht verändert. Ja, ich habe ja mal für eine kurze Zeit dieses Rock'n'Roll-Image gehabt mit der Jacke und der blauen Mütze, aber das lasse ich jetzt wieder. Jetzt kommen auch wieder mehr Rap-Videos und ja, ich trage wieder meine Sachen. Und wir fangen mit einem spektakulären Neuanfang an. Wir machen wieder eine Ausgabe von Ich kommentiere meine eigenen Kommentare. Dem Format, wo ich meine eigenen Kommentare laut vorlesen werde. Also, freut euch und Hände in die Luft, jetzt wird gefeiert! I hate the open season movies. Normalerweise schreibe ich nicht das Wort Hass in die Kommentare, aber ihr habt doch auch Jagdfieber gesehen. Ich meine, ihr müsst doch mit mir fühlen. Ich meine, ihr habt's doch selbst gesehen. Nochmal, danke Nickelodeon für die neueste Episode von Willkommen bei den Louds. Nicht jeder Sender macht sowas. Warum ich das geschrieben habe? Ja, folgendes. In einer der neueren Folgen von Willkommen bei den Louds geht es um eine ganz besondere Beziehung zwischen zwei Frauen. Aber mehr verrate ich nicht, denn ich spoilere nur ungern über meine Lieblingsserien. Hotdog Mobile Toy, that's funny. Ihr müsst wissen, der YouTuber hatte ein Würstchen auf Rädern. Nicht was ihr denkt, ich meine im wahrsten Sinne des Wortes, ein Spielzeug-Hotdog auf Rädern. Und nun ja, wenn man sowas sieht, es ist einfach lächerlich. Aber weil es so lächerlich ist, ist es einfach so urkomisch. Ich freue mich immer wieder, wenn Santiago Cisma ein neues Projekt beginnt. Warum klinge ich immer wie ein Arschkriecher, wenn ich nett zu den Leuten bin? Ich meine, wenn ich lustig, gemein oder aggressiv bin, dann klinge ich immer cooler. Aber immer wenn ich nett zu den Leuten bin, dann hat das irgendwas so Schleimerisches. Ihr müsst wissen, ich gehe anders mit Emotionen wie mit den anderen Menschen. Das wird ein geiler Abend. 21.15 Uhr bis 23.15 Uhr SpongeBob auf Comedy Central. 23.45 Uhr bis Samstagnacht Beavis und Butthead auf MTV. Das ist Fernsehen, wie ich es liebe. Was soll ich nur mal sagen? SpongeBob ist eine gute Serie. Beavis und Butthead ist auch eine gute Serie, aber SpongeBob ist nur besser. Und dass das an einem Tag lief, Junge, ich war hellwach und gut gelaunt. Ja, und das war wieder meine Kommentare kommentieren. Bevor das Video endet, möchte ich noch erwähnen, ich habe jetzt eine Jagdfieber-Playlist. Da sind meine besten Jagdfieber-Videos drunter. Und ja, guckt es euch an. Ich bin raus. Ich singe auch noch ein kleines Lied für euch. Franz Fuchs ist wieder am Start. Er hat 1000 Sachen parat. Seine Videos sind echt fett. Der Champ ist endlich back. Und zum Schluss noch Folgendes. Seine Videos sind ein Kracher. Hands up in WR. Motherfucker! Ciao!